Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute ein... nichts. Ich habe euch heute nochmal ein Live-Update abgedreht. Und heute mal ein bisschen anderer Hintergrund, weil das ist das letzte Mal, wo ihr diesen Kleiderschrank sehen werdet. Denn es kommt jetzt dann ein neuer Kleiderschrank. Ja, ich verändere mein Zimmer und ich werde euch nicht verraten. ja, auf jeden Fall, ich verändere es. Und ich hoffe, dass dann auch sehr, sehr bald, also ich habe mal so im September geplant, die neue Roomtour dann online geht. Ja, ich bin schon sehr gespannt, wie es euch gefallen wird. Ich hoffe auch, dass es jetzt ein bisschen größer wird, das Zimmer. Und ja, ich habe ja gesagt, das ist ein Live-Update. Kleines Live-Update zu mir. Mein Vater ist jetzt knapp 3 Monate tot. Mir geht es relativ gut. Also wirklich gut. Ich habe mich langsam dran gewöhnt und so allgemein, also es geht mir echt eigentlich sehr, sehr gut. Ja, klar, Trauern ist immer noch da und es ist auch immer noch für mich schlimm, aber ich sag mal so, es ist echt okay jetzt. Ich habe es akzeptiert und ja, ich kann mich nicht mal so mittelmäßig hinsetzen. Ja, auf alle Fälle, ja, sonst geht es mir relativ gut. Was diesen Monat geplant ist, ist eigentlich nicht so viel. Außer, dass es die letzte Juliwoche in den Urlaub geht. Wohin, verrate ich euch nicht. Genau, also ich freue mich sehr, sehr auf den Urlaub, da der alte sehr, sehr schnell verbraucht war. Also ich freue mich wirklich sehr und ja, bin gespannt und freue mich. Aber sonst ist diesen Monat jetzt nichts mehr geplant. Großartig. Und dann kommen wir zu dem eigentlichen Ding, worüber ich mit euch reden wollte. Mir ist aufgefallen, also beziehungsweise ich habe einfach mal drüber nachgedacht in den letzten Tagen, weil mir aufgefallen ist, die Abonnentenzahl ändert sich gar nicht. Es werden manchmal weniger, ein bisschen mehr, aber so im Großen und Ganzen ändert sich eigentlich jetzt nichts. Weshalb ich mir Gedanken gemacht habe, warum und warum keine neuen Abonnenten und ich sag mal so, die Klickszahlen von meinen Videos sind jetzt auch nicht die besten und hat mir einfach mal so Gedanken gemacht. Mir ist halt aufgefallen, dass ich wirklich in den letzten Monaten, seitdem es mit meinem Vater passiert ist, eigentlich jeden Monat die gleichen Videos gepostet habe und natürlich langweilt das. Also ich persönlich würde auch nicht jeden Monat von der YouTuberin, jeden Monat einen Trying Out sehen, jeden Monat, so, jetzt. Also mir ist wie gesagt aufgefallen, dass sich das halt alles sehr, sehr ähnelt. Und ich habe mir halt einen Gedanken gemacht und ja, ich würde es auch für mich persönlich selber blöd finden, wenn da jeden Monat quasi das gleiche kommt. Würde mir auch nicht alles angucken und deswegen habe ich mir überlegt, ich mache auf jeden Fall Veränderungen. Und ich habe halt ganz, ganz viele neue Ideen. Das heißt, ich habe mir überlegt, dass die Buchreviews zum Beispiel nur alle 2 Monate kommen. Und alle 2 Monate ein Essensvideo, dass ich das halt abwechsel. Da ist dann auch ein bisschen Abwechslung drin. Die Favoritenvideo werde ich auf jeden Fall beibehalten. Ich werde aber wieder in die Favoriten mehr die Hauls reinnehmen. Dann allgemein mehr Hauls drehen, was ich so kaufe. Und auch das Trying Out werde ich auch behalten, aber ob ich das jetzt wirklich jeden Monat posten werde, das bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ich möchte jetzt erstmal die Kiste leer kriegen, dass sie so größtenteils leer wird. Und dann werde ich es auch nicht mehr regelmäßig posten. Und ja, Live-Updates wird es jetzt auch nicht jeden Monat geben. Also ja, Pinkbox, Glossybox werden weiterhin kommen. Genau, ich habe mir halt einfach neue Ideen, ich habe halt einfach so Motivationsvideos zum Beispiel mir überlegt, wie zum Beispiel, wie motiviere ich mich, gut in den Tag zu starten, wie motiviere ich mich, früh aufzustehen, wie motiviere ich mich zum Sport zu gehen und lauter so Sachen, also mehr Motivation. Dann auf jeden Fall mehr so Pflegeroutinen, das heißt, ich habe mir überlegt, wie zum Beispiel, wie jetzt meine Haarpflegeroutine nach dem Aufblondieren ist oder allgemein so mit gefärbten Haaren eine Pflegeroutine ist und ja, habe ich mir auch überlegt und halt auch allgemein, wie ich meinen Körper mache und wie ich den pflege und ja, dann habe ich mir überlegt, dass ich zum Beispiel auch so Routinen drehe, das heißt quasi morgens, abends, Wochenendroutinen, ja, was ich eigentlich so mache. Dachte ich mir, ist auch richtig geil.
mal wieder so ein paar Routinen-Videos. Dann dachte ich mir auf jeden Fall vielleicht Sportvideos, da ich jetzt ich mich einfach nicht wohl in meinem Körper fühle. Ich weiß, man sollte sich nicht. Also man sollte sich mögen. Aber ich habe halt einfach durch diesen ganzen Frust und die ganzen Krankheiten von meinem Vater einiges zugenommen, was ich nicht wollte. Und ich weiß, das klingt blöd, aber ich fühle mich halt ungefähr wie so ein Walross. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich jetzt wieder mehr Sport mache, weil ich halt auch einfach extrem unsportlich geworden bin und einfach wieder von null anfange. Wirklich von, ich kann nicht mal mehr 4 Meter laufen, gefühlt. Also so sprinten geht gar nicht. Deswegen dachte ich mir wirklich so von null anfangen, wie man halt also ganz am Anfang Sport macht, wenn man reinkommen will. Und dann wollte ich auch so, weil ich jetzt auch so auf Yoga und so alles, das ist auch voll mein Ding, dachte ich mir, okay, vielleicht drehe ich auch mal so Yoga-Videos für Anfänger. Und dass wir halt einfach gemeinsam Sport machen können. Und natürlich zum Sport gehört auch die Ernährung. Das heißt, ich dachte mir, ich drehe so Ernährungsvideos. Also ich will meine Ernährung allgemein umstellen. Und dachte mir, okay, man kann ja auch so Smoothie-Videos machen, Frühstück-Videos, Mittag-Videos, Abendessen-Videos, Snack-Videos, dann natürlich auch Themen-Ernährungen, also zum Beispiel so Halloween oder Sommer oder Fasching, Weihnachten, also auch gesunde, wie aber auch natürlich gibt es nicht nur gesunde Varianten, sondern ich backe natürlich auch Torten, habe ich mir überlegt, oder Kuchen, einfach so, dass ich halt gemischt habe, dass halt für jeden etwas dabei ist, jemand, der seine Ernährung umstellen möchte und für jemanden, der aber auch ganz normal Rezepte sucht oder auch einfach so Ideen zum Kochen oder zum Backen. Und das dachte ich mir auch, da hat halt jeder was davon und nicht nur die, die ihre Ernährung umstellen wollen. Dann natürlich auch viel, viel mehr Make-up-Tutorials, dachte ich mir, also jetzt auch so krassere, die jetzt so auf jeden Fall ins SFX-Make-up auch teilweise gehen. Das heißt, ich werde viele Filmcharaktere, dachte ich mir, nachschminken. Natürlich besser als die anderen Videos, indem ich das vorprobiere und dann das finale Ergebnis drehe. Und auch zum Beispiel auch mehr kreative Make-up-Looks. Das heißt zum Beispiel nur mit pinker Farbe, mit pinken Nuancen schminken. Und auch so Kreativlooks, das heißt so auch so, ich zum Beispiel mit Lila konturiere oder so Meerjungfrauen Sachen hinmale, also wirklich so krasse Make-up-Tutorials, dachte ich mir auch, wäre auch mega cool. Und auch vor allem voran Fashion, weil ich versuche jetzt so ein bisschen ins Fashion mehr reinzukommen. Ich weiß mir selber vor nicht so Fashion, aber ich versuch's. Und deswegen dachte ich mir, okay, vielleicht auch ganz coole Ideen für den Alltag oder Freizeitlooks oder halt auch einfach so fürs Büro oder halt natürlich dann im Bürostil oder halt auch einfach so, was man sonst so ins Büro anziehen kann. Zum Beispiel so Casual Fridays oder so. Ich muss jetzt nicht so im Anzug rumlaufen. Aber da zum Beispiel dann auch so ein paar Looks, was ich im Büro tragen kann, weil das ist für viele ja jetzt auch einfacher, wenn die jetzt ihre Ausbildung anfangen. Und auch allgemein einfach so Trend-Looks kreieren. Ja. Das habe ich mir überlegt und dann allen voran wollte ich euch dann natürlich fragen, habt ihr da natürlich auch Vorschläge in diesen Kategorien? Ihr könnt natürlich auch andere Kategorien noch dazu nehmen. Mädels Montag bzw. Girls Time wird auf jeden Fall weiterhin laufen. Da wird es jetzt auch erstmal die Make-up-Schule geben. Das Video kommt auch diesen Monat online. Habe ich schon gedreht. Und ja, das wird auch gleich bleiben. Und natürlich wird es dann wieder auch mehr ums Thema Styling und alles gehen und ja, das will ich auch gerne beibehalten und deswegen, und ich dachte mir auch wieder, ich fange vielleicht auch wieder so Serien an, nicht so nur die Halloween und die Weihnachtsserie, vielleicht auch wieder so eine Sommerserie und lauter so Sachen und vielleicht auch mehr Vlogs, so von meinem Alltag her. Und ja, schreibt mir einfach auch mal Vorschläge, was ihr so meint, auch so im Bereich Lifestyle, also ja. Könnt ihr gerne schreiben. Und auch wenn ihr schon alte, also wenn ihr schon welche gemacht habt, werde ich das natürlich auch nachholen. Ich werde jetzt bis zu 3 Jahre, 4 Jahre zurückgehen und alle Videoanfragen durchgehen und die dann auch alle nachdrehen. Also sie kommen auch demnächst online und es wird auf jeden Fall jetzt immer wieder andere Videos geben und nicht immer die gleichen. Und das wollte ich halt hiermit ankündigen, dass sich einiges verändern wird und dann wird sich auch einiges an der Schnellweise und an Intros einfügen, so nach und nach. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt den Daumen auch hoch und schreibt mir einfach in die Kommentare eure Videovorschläge.
oder was ich noch sonst noch verändern soll. Und schreibt mir auch in die Kommentare, ob ihr euch drauf freut. Ja, aber ich möchte gar nicht mehr länger das Video halten. Ich hoffe, ihr habt ein wunderschönes restliches Wochenende und einen schönen Start in die neue Woche. Und wir sehen uns am Mittwoch schon zum allerersten neuen Video. Und zwar ist es endlich ein Essensvideo. Ja, freut euch drauf. Das ist sogar ein Low-Carb-Rezept. Also, ja, richtig, richtig cool. Freut euch drauf, Mittwoch um 12 Uhr auf meinem Kanal.